Moment. Muss ich jetzt verstanden? Ja. Das war ich, Thomas, alles gut. Okay. Also genau, die Einführung der Prägetechnik in Korea. Wie kam ich darauf? Es war also ein Artikel im NNB gewesen vor einigen Jahren von Herrn Dr. Quark aus Darmstadt, der dort vom damaligen Darmstädter Münzmeister Friedrich Kraus einen Artikel geschrieben hat und beschrieben hat, wie eben dieser Herr Kraus zu seiner Zeit Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich fast weltweit tätig war, nachdem die Münzstätte in Darmstadt geschlossen hatte. Und er unter anderem auch in Korea war. Und das fand ich interessant und bin der Sache weiter nachgegangen. Und so kam ich überhaupt auf dieses Thema und war dann eigentlich mit der Zeit sehr verblüfft, herauszufinden, wie viel Verbindung die koreanische Münze mit deutschen Technikern, Ingenieuren und Stempelschneidern hat. Jetzt würde ich mal in den Vortrag starten. Ich hoffe, ich kriege das hin. So. Sehen jetzt alle den Vortrag? Ja, Moment. das passt. Ja, passt. Ja, passt. Gut. Also, das soll heute unser Thema sein. Zum einen möchte ich mal kurz auf die Anfänge des Münzwesens in Korea eingehen. Hier mal die Karte, wo man so also mal sehr deutlich sieht, dass damals noch einige Korea ist also an drei Seiten umringt von Meer und die Nordseite zu 99,9% angrenzend an das chinesische Kaiserreich. Und was wir übers Meer erreichen, ist nach Westen hin auch ausschließlich das chinesische Kaiserreich. Und hier unten nur noch einen kleinen Zipfel hier unten dargestellt, das wäre dann schon Japan. Also in dieser geografischen Lage liegt Korea damals wie heute. Und natürlich hatte China mit der absoluten Vorreiterrolle in Asien seit 2.500, 3.000 Jahren auch einen ganz intensiven Einfluss auf die frühen Münzen in Korea. Es ist also so, dass die ganz frühen archäologischen Funde eigentlich mehr oder weniger genau das zeigen, was wir in China auch finden. Es gibt also Messergeld, Spatengeld, frühes Münzgeld, so wie hier diese schöne Spatenmünze. Das ist also entweder mit der Besiedlung zum Teil mitgekommen oder wahrscheinlich durch den Handel nach Korea gelangt. Es gibt also in der frühen Zeit, was wir jetzt tatsächlich greifbar an Münzmaterial haben, nichts anderes als das, was wir in China finden. Erst so zwischen 900 und 1100 beginnt man im Königreich Korea in einem ganz, ganz kleinen und geringen Umfang eigene Cash-Münzen zu produzieren. Hier ist also eine Cash-Münze, die so um 980 in Korea entstanden ist. Und ich denke, man sieht es hier sofort sehr deutlich, es ist dieses klassische der klassische Cash-Münztyp, den da halt auch in China kennen. Die runde Münze mit einem quadratischen Loch. Auf der Vorderseite vier Schriftzeichen und auf der Rückseite hier natürlich komplett korrigiert, aber meistens entweder nichts oder in Zahlenangabe oder eine Münzstätte oder in irgendeiner Angabe zu einer Emission, die man noch finden kann oder im Jahr der Herstellung. Das sind also die charakteristischen Münzen, die so, na, also die entstanden sind mit ihrem Durchschnittsgewicht von 3 Gramm vor so circa 2000, 2100 Jahren in China und die beständig produziert wurden bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, in Vietnam noch bis in die 1930er Jahre, glaube ich, die also immer dasselbe Aussehen erstmal bringen. Also auf den ersten Blick könnte man hier spontan nicht unterscheiden, ob es eine chinesische oder eine koreanische oder japanische oder vietnamesische Münze wäre. Da muss man sich dann schon intensiver mit den Schriftzeichen befassen, die natürlich hier auch sehr schwer zu erkennen sind. Wie gesagt, es war nur ein sehr, sehr geringer Umfang in der Zeit. Deshalb sind die frühen koreanischen Münzen auch sehr selten. In der Zeit zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert importierte Korea eigentlich hauptsächlich die Münzen aus der Song-Dynastie aus China. Dort wurden die also in der Zeit in immensen Mengen produziert. Es gibt also auch archäologische Funde, zum Beispiel ganze Schiffsladungen voll, die gesunken sind, die eigentlich auf dem Rückweg nach Japan waren. Dort ist es ähnlich. Es gibt dort eine frühe Emission, so zwischen 800, 900 und dem Jahr 1000, wo es eigene japanische Münzen gibt.
Und dann kommen dort auch erstmal für lange Zeit ausschließlich chinesische Münzen vor. Hier ist mal ein Beispiel, wie sowas dann zum Beispiel verschifft wurde. Man sieht also hier auch sehr schön, wie schön das hier aufgereiht ist. So ein richtig schöner Münzregenwurm. Das liegt daran, dass die Münzen, deshalb auch das Loch, auf Schnüre aufgereiht wurden, meist zu 100, zum Teil auch zu 1000 Stück. Und die konnte man natürlich in so einem Topf schön einlagern und dann transportieren. Und aus der Zeit der Song-Dynastie sind also wirklich zum Teil jährlich Milliarden, eine Produktion von mehreren Milliarden Stück gewesen. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, das ist also irgendein Hokuspokus in der Hochrechnung. Aber auch die aktuellen Funde zeigen, dass das Tatsache ist. Also das Größte, was ich mal gelesen habe, ist ein Fund, der beim Bau einer Tiefgarage gemacht wurde, der dann tatsächlich einen Umfang von 10 Tonnen hatte. Also das ist dann nichts, wo man dann noch groß mit einem Pinsel und einem Schäufelchen was ausgraben kann. Man hat es dann tatsächlich mit Schaufeln gemacht. Und diese Massen sind also im Prinzip über ganz Asien verteilt worden. Zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert gibt es dann so eine teilweise eigene Produktion von Cashmünzen in Korea. Es gab auch zum Teil eine parallele Entwicklung von Banknoten, ähnlich wie in China, die aber nur kurzzeitig umliefen. Und dann in der Zeit so ab den 1630ern, 1650er Jahre gibt es also wirklich eine eigene und sehr umfangreiche Produktion von Cashmünzen in Korea selbst mit bis zu 35 Münzstätten. Kann man sich also vorstellen, dass das dann auch dort eine gute Dimension angenommen hat, dass es da also sehr viele Cashmünzen im Umlauf waren. Das Problem, was damit einherging, was sich dann im 19. Jahrhundert herauskristallisierte, war einfach die schiere Menge. Hier ist mal ein schönes Bild, nicht aus Korea, sondern vom Markt in Qingdao in China. Und hier ist das Interessante mal hier unten zu sehen, dieses Brett. Das finden sich dann also auch hier auf den Tischlein und hier hinten auf den Tischlein. Das sind also Geldwechsler am Markt, weil sie natürlich mit einem Silberdollar, den sie vielleicht als Handelstreibender mit hatten, dort wieder nichts kaufen konnten, weil das zu viel wert war. Also gab es hier diese Brettchen, wo eine Schlange meistens wohl so 100 Stück waren und die konnten dann recht flott ausgezählt werden. Also es kam nicht darauf an, dass es exakt 100 Stück waren. Das hat also so eine, könnte man sagen, eher eine Richtwertfunktion, die 100. Und hier konnte man mit einer Nadel schnell durchziehen, die Schnur, und konnte immer hunderterweise aufhängen und dann Silberdollar in Cash wechseln, mit denen dann derjenige auf dem Markt, also Kleinsachen, Obst, Gemüse, Brot kaufen konnte. Und es ist das erste Mal, dass ich sehe, dass es so ein wunderschönes Brett tatsächlich mal auf ein Foto geschafft hat. Üblicherweise sind die verschollen und nicht mehr vorhanden und hier zumindest mal im Bild dargestellt. Die Probleme, die es also in den Ende des 19. Jahrhunderts gab, habe ich ein paar schöne Zitate gefunden, die ich hier kurz vortragen möchte. Das eine ist also aus den Aufzeichnungen von Herrn Karl Andreas Wolter, der Leiter der koreanischen Niederlassung von H.C. Eduard Meyer & Co. Das ist ein Hamburger Handelshaus gewesen, die halt schon sehr früh in Südostasien Niederlassungen begründet haben. Und ich glaube, die erste deutsche Niederlassung in Korea war. Und er schildert eines seiner Geschäfte so. Dollars waren damals noch sehr selten und die landesübliche Münze war der koreanische Kupfercash. Da 500 dieser ziemlich großen Kupfermünzen auf einen Dollar gingen, so wird man sich leicht einen Begriff machen können, was es bedeutet, Zahlungen für einige tausend Dollars in dieser Münze anzunehmen. Ich weiß noch sehr wohl, wie es mir erging, als ich im Beginn meiner koreanischen Laufbahn so leichtsinnig gewesen war, für etwa 2000 Dollar Waren auf solche Weise zu verkaufen. Kuli nach Kuli kam keuchend unter seiner Last in mein Kontor und ich sah mit Entsetzen, wie sich der Fußboden desselben langsam mit einer fast 2 Fuß hohen Stapel voll Münzen füllte. Mein erster Gedanke ging da an Dagobert Duck, der vor seinem Geldspeicher sitzt und ein Zimmer voller Münzen sieht. Aber ich glaube, es beschreibt genau das Problem, was die Händler zu der Zeit in Korea einfach hatten und nicht nur in Korea, sondern auch in China und den anderen asiatischen Ländern, die ausschließlich und nur auf diese Cashmünzen setzten, nämlich dass sie einfach sehr, sehr viel Münzmaterial für ein Geschäft brauchten. Ein anderes Zitat, was so ähnlich ist, ist von Friedrich Kraus, dem späteren Direktor der Münzstätte in Seoul, der hier ansagt, dass das Münzwesen des Landes in einem so traurigen Zustand ist, dass die laufende Münze aus schlechten Kupferlegierungen hergestellt wird, die einen so geringen Wert hat, dass man zur Beförderung eines Betrags von 100 bis 200 Mark ein Packpferd benutzen musste. Schildert das nochmal ganz schön. Und hier habe ich mal
noch ein paar Beispiele, was man denn für diese Cash-Münzen eigentlich kaufen konnte. Also zum Beispiel 500 Gramm Seidenkokons, ungefähr 600 Cash. Das ist aus den Aufzeichnungen des britischen Botschafters dort. Und der gibt den einen Dollar mit 850 Cash an. Das ist gleich mal ein schöner Widerspruch zum ersten Zitat, wo von 500 Cash auf den Dollar gesprochen wurde. Es ist also tatsächlich so, dass diese Werte zum einen regional schwanken und zum anderen auch die Qualität der Cash-Münzen eine Rolle spielt. Also man hat also für einen Dollar 500 sehr gute Cash-Stücke gekriegt oder eben 850 schlechte. Oder es gibt auch noch Angaben aus dem chinesischen Raum, wo man weit über 1000 bekommen hat, die dann sehr schlecht waren. Aber das, was ich ein schönes Beispiel finde, ist der Bulle, der also zwischen 8.000 und 9.000 Cash kostete. Wenn man also 9.000 Cash mal sich vorstellen möchte, wenn das durchschnittliche Münzstück 3 Gramm wiegt, brauchen Sie also 27 Kilo Münzen, um einen Bullen zu kaufen. Da wird eigentlich das Problem schon deutlich. Wenn ich dasselbe also für 9 oder 10 Silberdollars kriegen könnte, die dann vielleicht 270 Gramm wiegen, hat man so die Dimension, mit wie viel Gewicht man so hier unterwegs sein musste, um irgendwas zu erwerben. Ein 250 Milliliter Honig ungefähr kosteten also 10 Cash und Bienenwachs 500 Gramm ungefähr 150 Cash. Und dann sind hier im Gegenzug wieder mal noch ein paar Angaben zu Löhnen. Also ein Jäger bekam monatlich 300 Cash, Schießpulver und 10 Kugeln. Ein Steuereintreiber gibt selbst sein Jahreseinkommen von fast 400.000 Cash an. Das ist also dann auch schon eine ordentliche Summe, auch im Gewicht. Und gleichzeitig verweist er auf eine Einnahmen der Kleidersteuer in seiner Provinz mit knapp 1,6 Millionen Cash. Also da sieht man wirklich auch, dass diese Münzen in großen Dimensionen unterwegs waren. Und das andere Beispiel, was ich noch finden konnte, war der Lehrer, der im Monat pro Schüler 50 Cash bekam, zuzüglich Kost. Also Essen, Geld für Essen, Kleider, Bodenmappen, Papier und Bücher. Kann man zumindest mal so ein Gefühl kriegen, wie viele Monate ein Jäger arbeiten musste, um sich vielleicht eine Kuh zu kaufen oder wie viel er von seinem Geld in Honig anlegen konnte. Die ersten Neuerungen, die dann entstanden, waren also auf Druck Japans erfolgt, denn Korea war ursprünglich genauso abgeschottet wie China. Es gibt also auch einen schönen Reisebericht des ersten Europäers, der fast die ganzen Provinzen Chinas bereiste, Ferdinand von Richthofen. Der schreibt dann, als er ganz im Norden angekommen war, vor der Grenze Koreas, und diese werde ich nicht übertreten, denn Eindringlingen wird sofort der Kopf abgeschlagen. Er trete also auch lieber um. 1876 macht also Japan Druck, weil sie natürlich Handel treiben wollten und zwangen mehr oder weniger das Land, sich ein Stück weit zu öffnen. Und es gab dann freie Häfen. Und dann begann auch das in Asien allgemein verbreitete 8-Real-Stück umzulaufen. Hier ein Stück mit einigen Gegenstempeln, die dann von meist eigentlich chinesischen Banken und Geldwechslern eingeschlagen wurden, um zu prüfen, ob es sich ja wirklich um Silber handelt. Und genauso sind dann auch nachweislich einige der neu ausgegebenen japanischen Yen-Münzen im Umlauf. Das war also die erste Änderung, dass es neben den Cash-Münzen auch Silbergeld gab, zumindest für den Fern- oder Großhandel. Natürlich hat man auch einen Versuch unternommen, vielleicht selbst an dieser Münzherstellung irgendwie mit zu partizipieren, und hat 1882 die erste eigene Emission von Silbermünzen ausgegeben. Man sieht hier sehr schön an der Oberfläche, es handelt sich also um Gussmünzen, die Besonderheit aufweisen, dass er auf der Rückseite neben dem Staatssymbol hier schön in Blau dargestellt, eine Email-Einlage haben. Es gibt es also in Grün, Blau, und es gibt auch so leicht rötliche Emaille, die Sie da finden können. Allerdings waren offensichtlich die Herstellungskosten, insbesondere durch diese Einlagenfertigung jeweils auf diesen Münzen, so hoch, dass sich das ganze Geschäft nicht rechnete und die also nach dem einem Jahr der Ausgabe sofort wieder eingestellt wurde, diese Produktion. Es musste also, oder man hat also überlegt, was man tun kann. Und ein wichtiger Faktor dafür, dass dort sich was ändern musste, war der Paul Georg von Möllendorf. Ein paar Worte zu ihm. Er ist also 1847 in Brandenburg geboren, wuchs in
Görlitz auf und studierte später in Halle an der Saale Jura, Philologie und Orientalistik und war schon sehr früh ein absoluter Freund von ausländischen Sprachen. Also er konnte Hebräisch und auch andere asiatische Sprachen, war da sehr affin für. Und die Umstände, wie es dazu kam, konnte ich leider nicht ergründen, aber er wurde 1869 Mitarbeiter des Seezolldienstes im chinesischen Kaiserreich und damit beauftragt, dort den Seezoll an den Freihäfen die Verwaltung aufzubauen und dort was möglich zu machen. Aufgrund seiner Sprachkenntnisse wechselte er dann 1874 ins Auswärtige Amt des Deutschen Reiches und wurde dort als Dolmetscher und Mitarbeiter in verschiedenen Konsulaten tätig und in der deutschen Botschaft in Peking. Und 1882 wechselte er in den Dienst von Li Hongzhang. Das ist also schon eine große Besonderheit. Li Hongzhang ist einer der wichtigsten Gouverneure in China gewesen zu der Zeit, hatte zwei Provinzen unter sich. Und das ist, eine relative Ausnahme und war eigentlich der wichtigste Politiker seiner Zeit in China. Er hat auch den Titel des Vizekaisers. Und war halt auch sehr um die Diplomatie und Außenpolitik bestrebt, um China den Platz in der Welt zu erhalten oder zu schaffen, den es für sich grundsätzlich damals auch schon eingenommen hatte, nämlich eine vordere Rolle und möglichst zu vermeiden, hier womöglich in eine Art Kolonie abzurutschen. Und er wird auch als asiatischer Bismarck bezeichnet. Er war also Möllendorf, ein Sekretär und Berater von ihm, und Li Hongzhang schickte ihn auf Anfrage des koreanischen Hofes 1882 im November als Ratgeber nach Seoul. Dort kam er auch im Dezember an und hatte bereits am 26.12. seine erste Audienz beim koreanischen König und hat dort sofort sehr viel Eindruck gemacht, weil er in der Zwischenzeit sich mit der koreanischen Sprache beschäftigt hat und bereits den koreanischen König in Landessprache begrüßen konnte. Er wurde aufgrund seiner Erfahrung erstmal damit betraut, den koreanischen Seezolldienst aufzubauen und hatte dann zum einen das Vertrauen des Königs und sehr viele Ideen, was man noch tun könnte. Und er erkannte eben auch, dass mit der aktuellen Münzsituation eine erfolgreiche Wirtschaft bekam, aufgebaut werden kann und strebte eine Münzreform an. Hier sehen wir mal Möllendorf aus seiner Biografie, die seine Frau geschrieben hat, auch im koreanischen Gewand und hier quasi auf dem Weg zur Arbeit. Er hatte den Rang eines Vizeministers und war deshalb natürlich in Begleitung einer kleinen Entourage unterwegs. Und man sieht, also ich fand es sehr schön, wenn man so alte Reiseberichte liest, dann steht oft mal drin, dass man sich einen Stuhl gemietet hat. Und hier ist er also mal bildlich dargestellt. Hier oben hat man den Stuhl, also eine Art Sänfte, allerdings mit einem Rad, wo man dann durch die Stadt geschoben wurde. Er begründete 1883 das Münzamt und wurde 1884 dessen Direktor und hatte die Vision, ein neues Münzwesen einzuführen, was auf 15 Nominalen basierte, nämlich je 5 Werte in den Metallen Gold, Silber und Kupfer. Soweit die Idee, machte da auch sehr viel dafür. Allerdings gab es also auch seinerseits Bestrebungen, Korea schon auch ein bisschen unabhängiger und freier von den äußeren Mächten zu machen, sodass es dann auch mal das Gerücht gab, er hätte 6.000 Teil unterschlagen, dass er eigentlich zum Kauf von Prägemaschinen verwenden sollte. Es konnte zwar alles aufgeklärt werden, also er hat nie was Unrechtes getan, aber der Ruf war ruiniert und so reiste er 1885 ab und wurde wieder Privatsekretär von Li Hongzhang. Also er legte, wenn man so will, den Grundstein, die eigentliche Umsetzung folgte dann aber erst später. Die neue Münzstätte entstand leider nicht hier, wie auf dem Bild gezeigt, am Osttor von Seoul. Die entstand am Südtor. Das sah so ähnlich aus, aber da habe ich leider kein freies Bild gefunden, um es Ihnen mal zu zeigen. Man kriegt aber mal einen sehr schönen Eindruck, wie es um 1900 dort aussah. Und zwar handelte Herr Möllendorf noch einen Vertrag aus mit der Firma Meyer und Co. aus Hamburg, der ist zum Teil noch überliefert. Und zwar sollten Maschinen im Wert von 30.000 chinesischen Yuan bestellt werden. Die sollten auf dem Stand der neuesten Technik sein. Die Transportkosten sollten so niedrig wie möglich sein.
Und die koreanische Regierung zahlte eine Art Provision an die Firma Meyer & Co. in Höhe von 0,85 Yuan für jede 100 Yuan, die umgesetzt wurden. Die Lieferung sollte so schnell wie möglich geschehen und die Regierung verpflichtete sich, 10.000 Yuan in mexikanischen Silbermünzen anzuzahlen. Hier also auch nochmal schön der Nachweis, dass also tatsächlich zu dem Zeitpunkt diese Silbermünzen dort in gewissen Mengen umliefen. Und die Regierung verpflichtete sich, alles in mexikanischen Silbermünzen zu zahlen. Und Meyer & Co. verpflichtete sich, keine anderen Vorteile aus dem Geschäft zuzuschanzen. Also sprich, nicht noch Preisaufschlag auf die Maschinen zu verlangen. Und falls eine dritte Partei etwas Günstigeres anbietet, ist der Vertrag hinfällig. Das war also die Eckpfeiler dieses Vertrages. Und tatsächlich gibt es den Nachweis noch, dass insgesamt 3 Prägemaschinen, 2 Drehmaschinen, eine Presse, ein Fräser, eine Bohrmaschine, 2 Schneidmaschinen, 3 Rollwalzen, eine Waage, eine Schleifmaschine und ein Lancashire-Kessel nach Korea geliefert wurden. Das Interessante, was ich dann noch finden konnte, ist zum einen, dass in den Blättern von Münzfreunden 1886 berichtet wurde, dass zum einen Friedrich Kraus aus Darmstadt jetzt der neue Münzdirektor ist in Korea und dass es bereits Münzen zu 1 Yang und 5 Mung ausgebracht wurden. Und dann kommt hier die neue Spur, die ich dann gefunden hatte. Es gibt also den Hofgraveur Held in Magdeburg, der die Stempel geschnitten hat und auch die Lieferung der Prägemaschinen wahrgenommen hat. Also stellte ich mir die Frage, wer ist dieser Hermann Held? Hier sehen wir mal ein Bild, ein Porträt von ihm, zum einen als Bild und zum anderen als Medaillenstempel. Hermann Held war also preußischer, kaiserlich-königlicher Hofgraveur des Königreichs Preußen und hatte seine Firma in Magdeburg ansässig, fertigte also sehr, sehr viele Medaillen. Das ist also ein Thema für sich, aber unter anderem eben auch die Prägestempel für das Königreich Korea. Und das, den Gefallen, den er uns getan hat, er hat also seinen Nachlass 1910 in seine Heimatstadt Zeitz gegeben, dort ins Stadtmuseum, mittlerweile ist es das Schlossmuseum, und dort finden sich also noch einige Patrizen zur Fertigung der Prägestempel für Korea, hier mal so im Überblick und hier nochmal im Detail. Man sieht also, dass es zum Teil noch Vorstufen sind. Also gerade hier sieht man ja wunderbar, dass hier oben die Fläche noch komplett glatt ist. Hier die Wertangabe noch fehlt. Ein Schritt weiter, das war dann ein größeres Durchmesser, sehen wir, dass es insoweit schon hier der Kranz komplett fertig auch geschnitten ist, der Perlkreis. Und hier sehen wir auch schon so leichte Schraffuren, die wir hier unten nochmal deutlicher erkennen. Das ist also das Symbol für Yin und Yang, was wir heute noch in der Fahne Südkoreas zum Teil finden, als Nationalsymbol. Hier ganz rechts sehen wir einen Prägestempel oder eine Patrize für einen Rückseitenstempel. Hier schon relativ weit ausgeprägt. Hier fehlt aber noch die definitive Jahresangabe und hier die Wertangabe. Und wie wir es dann hier später noch sehen, die Angabe des Wertes in lateinischer Schrift. Hier ist eine komplette Patrize für ein 10-Mundstück. Also wir haben hier die 10, das ist hier dieses Kreuzchen, und hier unten das Schriftzeichen fürs Nominal. Hier die Rückseite eines 10-Warnstückes, was grundsätzlich soweit schon fertiggestellt ist, dass hier nur das letzte Symbol noch fehlt, was dann die Jahresangabe abschließend fertig macht. Das ist also, man hätte hiermit also Prägestempel für verschiedene Prägejahre der 1880er Jahre machen können. Und hier sehen wir schön die 2 und die 10, also das ist die 20 und hier das Symbol für den Warn, also ein Vorderseitenpatrize für ein 20-Warnstück, was dann das größte Nominal in der Reihe werden sollte. Diese Stempel gibt es also heute noch und zeigen uns sehr schön, dass er die hergestellt hat. Proben, die in den Blättern für Münzfreunden beschrieben sind, müssen also hier in Deutschland noch hergestellt worden sein, aber sind also extremst selten. Von diesen 5 Mungstück in Zinn konnte ich also bisher nur ein einziges im Kästner-Museum ausfindig machen. Und das Ein-Yang-Stück, was auch in den Blättern für Münzfreunden abgebildet ist mit dem Jahr 1885,
habe ich einmal in einer Heritage-Auktion im Jahr 2000 ausfindig machen können. Also die sind wirklich sehr, sehr selten. Die Umsetzung, hatte ich ja schon gesagt, konnte Paul-Georg von Möllendorf nicht mehr wahrnehmen. Dafür gab es dann neues Personal. Der bereits von mir genannte Friedrich Kraus war also ab 1882, ja, das klingt vielleicht komisch, aber von arbeitsloser Münzmeister, der den Ruf gehört hat und mitkam. Und Meyer und Co. hatte sich ja verpflichtet, auch das Personal mit zu liefern zu den Prägewerkzeugen. Und so kam Friedrich Kraus nach Korea, mit ihm noch ein gewisser Klaus Dietrich, der Maschinenbauingenieur war und sehr wahrscheinlich mit der technischen Umsetzung betraut war. Und dann gab es noch einen dritten Deutschen, einen gewissen C. Ried. Also man findet nur den Namen Ried und in einer Quelle C. Ried. Ob dieses C für Karl oder Christian oder Klaus steht, wissen wir nicht. Verbrieft ist aber, dass er Chemiker war und sich wahrscheinlich um die Materialanalysen kümmerte. Das war aber nicht alles, was er gemacht hat. Er war also auch unterwegs in den Bergwerken Koreas. Es ist also dort Kupfererz vorhanden und man hat natürlich grundsätzlich die Idee gehabt, für die Herstellung der Kupfermünzen eigenes Kupfer zu nehmen. Und er hat eben da die chemische Zusammensetzung und eine mögliche Herstellung erprobt. So, die neuen Münzen. Hier sehen wir mal ein Zwei-Niang-Stück, was dann ausgegeben werden sollte. Die Orientierung sieht man mal hier sehr schön im Vergleich. Die Vorlage war also ganz offensichtlich der ab 1870 eingeführte Yen in Japan. Wir sehen also hier, wenn man fast eine Art Kopie, ne? Der Unterschied ist, hier ist das Symbol, das Staatssymbol über der Wertangabe, die Chrysantheme für Japan. Hier haben wir dieses Yin-Yang-Symbol für Korea. Hier im Kreis die Wertangabe für einen Won, hier oben für einen Yen. Und beides in leicht abgewandelten Grenzen, die einfach gebunden sind. Auf der Vorderseite und auf der Rückseite sieht man hier den Drachen für den japanischen Drachen. Hier sieht man zwei koreanische Drachen. Außenrum die koreanische Inschrift, da gehe ich dann nochmal drauf ein. Und hier die lateinische Angabe für das Gewicht. Das wird hier in Crane angegeben. Also 416 Crane sind umgerechnet 26,9 Gramm Silber. Und hier sehen wir also, dass es sich um 900er Silber handelt. Und das Nominal war hier der eine Won und in Japan der eine Yen. Also das ist, ja, dass der Yen die Vorlage war, ist, denke ich, hier sehr deutlich. Hier haben wir nochmal, habe ich mal die Umschrift dargestellt. Da ich kein Koreanisch kann, erspare ich Ihnen, das vorzulesen und gebe hier lieber gleich auf die Sachen, die ich kann. Es kommt hier also das große Joseon-Reich im Jahr 490 und 5, also das Jahr 495 der Joseon-Dynastie, das entspricht dem Jahr 1886. Und hier drüben die Wertangabe in Koreanisch zu Zwei Niang und hier unten nochmal in einer lateinischen Schrift. Die Drachen sieht man hier mal schön, wie die zwei Drachen hier sich um diese Perle der Weisheit drumherum schlingen und eine Charakteristik. Sie sehen hier also, hier sieht man mal schön immer drei Krallen. Oh, eins zu viel. Drei Krallen, die die Drachen besitzen. Im Gegensatz zu den chinesischen kaiserlichen Drachen, der immer fünf Krallen zeigt. Wenn also jemand von Ihnen mal zufällig so eine Münze in die Hände kriegt und der Drache hat fünf Klauen, wissen Sie also schon, es handelt sich ganz sicher um eine Fälschung, weil das wäre verboten gewesen. Und hier mal ein Beispiel für die fünf Kupfernominale, die also beginnen hier die kleinste mit einem Mun und über zwei, fünf, 10 Mun hin zu 20 Mun. Dasselbe Bild sieht man hier mit den eigentlich angedachten Silbermünzen, so ein halbes Niang, ein Niang, zwei Niang, fünf Niang und einem Warm. Und hier nochmal die Goldabteilung von einem Warm, zwei, fünf, 10 hin zu 20 Warm. Das war also die Idee, ein solches Münzwesen oder so eine Nominalkette zu etablieren. Tatsächlich sind die 1886er Münzen nie in Umlauf geraten. Es handelt sich eigentlich ausschließlich um Probemünzen.
Charakteristisch ist auch, dass die Goldstücke nie aus Gold hergestellt wurden, sondern dass es Kupferschrötlinge waren, die eine Vergoldung erhalten haben. Die vermeintlichen Silberstücke sind alle aus einer Zinn-Blei-Legierung und nie aus Silber. Die Kupfernen sind allerdings tatsächlich aus Kupfer. Ob die Münzen in Korea hergestellt wurden oder nicht, ist ein bisschen offen. Also es ist nachgewiesen, dass diese Münzen auf jeden Fall bei Hermann Held in Magdeburg hergestellt worden sind, weil Held selbst einen fast kompletten Satz in den 1880er Jahren ans Germanische Nationalmuseum in Nürnberg schenkt, die dort auch noch erhalten sind. Und es gibt auch in privaten Sammlungen zum Teil auch sehr umfassende Reihen dieser Münzen. Allerdings gibt es auch welche, wo die Kupfer, wo die Goldstücken eben nicht vergoldet sind, sondern noch im blanken Kupfer da liegen. Also das legt alles sehr nahe, dass auf jeden Fall in Magdeburg die koreanischen Münzen zum Teil hergestellt worden sind. Die Tatsache, dass es keine Prägestempel im Nachlass gab, sondern bloß die Patrizen dafür, zeigen aber auch, dass also Prägestempel offensichtlich nach Korea gelangt sein müssen. Und die Tatsache, dass es zum Teil diese Probemünzen in Sammlungen weltweit gibt, spricht eigentlich auch dafür, dass es in Korea welche hergestellt worden sein müssen. Aber definitiv gelangten sie nicht in den Umlauf, sondern waren erstmal reine Proben. Das Einzige, was dann in Umlauf kam, waren 5 Mung und 10 Mung Stücken in Kupfer und das 1 Mung Stück in Silber, allerdings mit dem Prägejahr 1888. Da ist aber auch schon die Frage, ob das überhaupt noch vom deutschen Personal hergestellt wurde, weil die eigentlich zum größten Teil 1887 wieder zurück nach Deutschland gingen und Mitarbeiter der Münzstätte Osaka nach Seoul kamen, die dort angefangen haben, im Prinzip wieder nochmal neu ein Münzwesen aufzubauen, denn die starteten 1892 mit der Ausgabe von Fun- und Yang-Stücken, aber auch erstmal sehr moderat. Insgesamt kann man also sagen, dass die Idee des 15-nominaligen Geldsystems, was die Möllendorf hatte, komplett gescheitert ist und nie wirklich zur Anwendung kam. Es gab also eine ganz geringe Emission 1888 und selbst die hat sich nicht etablieren können. Die Gründe können natürlich sein, dass, wenn man mal so rangeht, die Idee war mit Sicherheit, dass man ein einheitliches Münzwesen schafft, so wie im Deutschen Kaiserreich in den 1870er Jahren. Nur ist halt die Ausgangslage eine andere gewesen. Wir haben hier in Korea also ein Münzsystem, was über 1500 Jahre auf diesen Cash-Münzen basiert. Und jetzt auf einmal das komplett abzulösen und in so ein modernes System mit 15 Nominalen zu bringen, ist offensichtlich ja nicht angekommen. Also war erstmal in der Schnelle nicht umsetzbar. Und selbst der neue Start, den die Münzmeister aus Japan begangen haben, ist ganz sacht und Stück für Stück eingeführt worden. Also es gab zum ersten Mal dann geprägte Cash-Münzen Ende der 1880er Jahre und dann kamen langsam aber sicher die anderen Nominale hin, die dann bis zum 1905, 1910, wo dann das System langsam umgestellt wurde, weg von der Cash-Münze hin zu dem Münzgeld, das sich an den westlichen Geld orientierte. Soweit zu Korea. Interessant wäre natürlich immer noch, oder was ich interessant fand, ist das Thema Globalisierung, was ja eigentlich oft jetzt eine Sache von heute ist, dass wir also hier sehen, das gab es damals schon mindestens genauso, wenn auch alles etwas langsamer und nicht im Zeitalter von E-Mails innerhalb von Stunden oder Sekunden nach Korea was geliefert werden konnte, sondern dass es halt mal 6 bis 8 Wochen dauerte, wenn man da mit dem Dampfer unterwegs war. Aber es war möglich und interessant wäre eben noch, inwieweit es andere Verbindungen nach Asien gab im Bereich der Münzen. Wir wissen ja auch, dass die Firma Otto B. in Esslingen zum Beispiel Prägestempel fürs chinesische Kaiserreich hergestellt hat, was auch übrigens über einen Magdeburger Kaufmann zustande kam. Das wäre also interessant, weiter zu untersuchen. Allerdings ist die Archivlage ganz schlimm und ganz furchtbar. Es gibt also im Prinzip fast nichts dazu. Es gibt immer nur ein paar Brotkrumen, die man irgendwo auflesen kann und dann gucken kann, ob man was weiteres findet. Ich habe jetzt hier in der nächsten Folie noch ein bisschen Literatur für diejenigen, die sich dann später das auf dem YouTube-Kanal nochmal angucken wollen und vielleicht was nachlesen wollen.
Und ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin jetzt gerne wieder hier, wenn ich das schaffe, und beantworte Fragen, die Sie haben. Du musst die Präsentation beenden, oben rechts. Und dann kommst du links. Stoppen. Ja, genau. So. Und dann bin ich gerne hier. Super, vielen lieben Dank, Fragen. Thomas, für deinen wirklich sehr interessanten Vortrag. Warte, ich beende mal die Aufzeichnung.